Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach. Ja, ich bin auf dem Weg, den MB-Truck jetzt zu verkaufen. Das hat einfach Ressourcen- bzw. Performance-Gründe. Ich werde jetzt, glaube ich, auch Stück für Stück ein bisschen den Hof aufräumen und versuchen, hier ein bisschen mehr Performance rauszuholen. Ja. Zack. War zwar jetzt nicht viel Geld, was wir wieder eingenommen haben, aber egal. Wie gesagt, ich erhoffe mir davon ja einfach nur Performance-Verbesserungen. Ja, es sind eben auch hier Probleme mit den Ballen und so weiter und so fort. Na, und da erhoffe ich mir halt einfach, weil es so viel ist, was wir jetzt hier haben, dass ich jetzt so Stück für Stück immer ein bisschen bessere Performance hinbekomme. Vielleicht lasse ich auch den Pferdestall weg, mache den Pferdestall wieder weg, die Pferde weg. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht, was ich dann genau mache, wie ich es genau mache. Ja, seht's mir da bitte nach, aber es muss jetzt hier was gehen, weil mittlerweile wird die Performance so schlecht für mich zum Spielen. Da macht es nicht mehr wirklich Spaß. Jetzt muss ich halt ein bisschen rumexperimentieren und versuchen, die Performance wieder nach oben zu bekommen. Natürlich, als erstes räume ich meinen Mod-Ordner auf. Ne? Das ist jetzt nach der Aufnahme das Erste, was ich mache. Ich schaue, welche Mods brauche ich da noch. Genau. Die, wo ich noch brauche, bleiben natürlich da. Upsala. Die Mods, wo ich nicht mehr brauche, die dürfen natürlich dann gehen. Ist ja ganz klar. Oder nicht dürfen gehen, sondern müssen gehen, besser gesagt. Genau, und so möchte ich jetzt halt einfach peu à peu meine Performance wieder verbessern. Bevor ich jetzt wirklich richtig an die Fahrzeuge rangehe. Ich glaube, das ist jetzt erstmal so das Wichtigere, dass ich erstmal schaue, dass ich überhaupt wieder auf einen. Oder zumindest mal. Was soll ich sagen, dass ich den Ansatz dann auch spüre. Ja, darum geht es mir eigentlich hauptsächlich. Das sind jetzt auch wieder 5 Ballen. Ja gut, die hole ich jetzt aber gleich noch ab, ne? Bis ich die jetzt aufgeladen habe, händisch, bin ich glaube schneller, wenn ich jetzt die schnell zum Hof bringe. Und dann nochmal kurz herfahre und die restlichen Ballen hole. Vor allen Dingen sind ja dann auch wieder hier diese. Was sind es? 78 Ballen? Sechs, sieben, vierzehn mal vier, sechsundfünfzig. Sind es wirklich nur 56 Ballen? So, eben hier sehen wir schon, es harzt manchmal. Oder was heißt manchmal? Es harzt eigentlich viel. Ja. Es hat der Helfer noch einen vollen Korntank. Eieiei, also wir werden hier wirklich von nichts verschont. Aber gut. Da müssen wir es natürlich auch durch. Ja, da müssen wir es natürlich durch. Ist jetzt ja ganz klar. Zack. So, jetzt fallen die natürlich auch hier rein und es geht weiter für uns. Wir sehen auch schon, durch ein Feld Luzerne haben wir den Fermenter wieder komplett voll. Und wir haben den Fermenter voll und wir haben schon wieder was in der Heutrocknung drin. Also es wird langsam.
Und das mit Miststreuen, da warte ich jetzt noch mal ein klein bisschen, bis sich halt da wieder ein bisschen deswegen entspannt hat. Aber den Mod-Ordner räume ich auf. Das steht bei mir jetzt ganz oben auf der Liste, dass ich da zumindest mal die Mods rauswerf, wo ich nicht mehr benötige. Wie zum Beispiel den LKW Cargo. Ja, und noch so ein paar Kleinigkeiten. Waren es, glaube ich. Mir zum Beispiel den MB-Truck, den kann man rauswerfen. Ja. Und so weiter und so fort. Also, wir werden sehen, wohin das noch alles führt. Ah, da muss da wieder nicht mehr hin. Dann natürlich die Honigpaletten, die könnten wir jetzt erstmal einlagern. Na, das ist jetzt auch etwas, was wir schnellstens machen können. Auf den Honig gehen. So, wunderbar. Haben wir das jetzt auch erstmal wieder geklärt. So, und dann darf der erstmal zu 40 hoch. Weil nämlich bei der 40 oben wir ja auch fleißig am Ballenpressen sind. So, der hier ist angekommen bei 9. Kann auch schon direkt wieder loslegen. Und der hier ist fertig. Sehr schön, aber der ist natürlich nicht komplett fertig. Wir müssen hier noch mal ein bisschen nacharbeiten. So, hier kann man sehen, die einzigste Bahn, wo eigentlich nichts ist. Oder wo er schlecht gearbeitet hat. Da dürfen wir es natürlich ein bisschen nacharbeiten. So, jetzt fahren wir die Ding runter und jetzt fahren wir hier einmal mit. Also ihr seht, ich fahre selber, beziehungsweise habe natürlich meine kleinen Helferlein, wie hier den Advanced Vehicle Mod, mit dem ich hier die Spur halte, zum Beispiel. Und ja, es ist ja schon mal schön zu sehen, dass wir hier auch einigermaßen gut vorankommen, sage ich jetzt einfach mal. Aber nichtsdestotrotz ist Feld 11 angesät und dann schauen wir mal einfach weiter, wo wir dann hin dürfen. Ich sehe auf der 42 Erbsen zum Beispiel. So, auf der 42 sehe ich dann die Erbsen. Die Erbsen, genau. Das heißt, er darf dann zur 42 fahren. Ich weiß es gerade gar nicht. Haben wir vielleicht sogar schon die 42 mal angesät? Da schauen wir am besten einfach mal nach. So, 42. Nein, haben wir noch nein, nein, Sähkurs. Moin. Ah, das ist einmal hier bei der 40. Sehr schön. Dann können wir erstmal ein bisschen wegschieben. Und er darf dann eben zur 33 fahren. So, und den tun wir natürlich ein bisschen hier unterstützen jetzt. 33 haben wir einen Kurs, das weiß ich. Beziehungsweise wäre schlecht, wenn wir hier keinen Kurs hätten bei der 33. Oh, wunderbar. Dann kommen wir da auch mit dem LKW angeheizt. Das klappt, das klappt. So, Fahrzeuge P1. Wir brauchen unseren Fendt. Unseren JCB natürlich, nicht unseren Fendt. Und dann holen wir einfach mal schnell das Vermehrungsgras ab. Ah, das können wir auch mal zwischendurch schnell machen. Weil der steht auch noch drin. Der muss entladen werden. Den habe ich irgendwie komplett vergessen. So, dann ist der hier oben angekommen. Das ist auch gut. Einmal hier rausfahren und ab zu Feld 13 Vermehrungsgras laden. Und er weiß schon, glaubt, was ihn danach blüht, weil er darf dann den Ladewagen ziehen.
Er darf dann den Ladewagen ziehen. Wenn ich wirklich die Traktoren umstellen muss, dann habe ich zumindest mal zwei Großtraktoren, die ich definitiv besitzen werde. Beziehungsweise es werden drei Großtraktoren werden. Es wird einmal dieser JCB Fast Truck werden. Einfach um genau diese Transportfahrten zu übernehmen. Dann wird es ein Fendt 1050 werden, einfach weil er die Leistung dazu hat. Und dann wird es auch noch einen Knicklenker geben. Aber da bin ich noch komplett offen, welchen. Entweder wird es der Quadrax oder es wird der John Deere RX. 9 müsste das sein, oder der, ihr wisst auf jeden Fall, wen ich meine, ne? Ich habe ihn auf jeden Fall, und da wird eins von beiden wird dann da sein, aber halt auch in mehrerer Ausführung, ist ja klar. Aber bei den kleinen Traktoren wird es definitiv kein John Deere und kein Fendt. Da bin ich eher gewillt zu sagen, dann nehmen wir den 7er Deutz. Den lasse ich als Kleintraktor durchgehen. Oder Mittelklasse-Traktor. Genau. Das ist so der Plan. Ja, dass ich da eben die Deutschsparte abgebildet habe bei den Kleintraktoren oder mittelgroßen Traktoren. Fendt und John Deere. Bei den Großtraktoren. Und dann haben wir ja erstmal keine großen Marken mehr eigentlich im LS22. Oder halt die Marken, die polarisieren. Beziehungsweise, ich werde mir das halt auch überleben. So, der Lexion ist soweit fertig. Das ist auch gut, ne? Das, der hier zumindest auch die Arbeit jetzt beendet hat. Ist auf jeden Fall auch richtig wichtig und richtig. So. Und der darf dann eben zum Hof fahren. Aber das darf er übernehmen, weil hier haben wir natürlich nochmal mit Arbeit beendet. Das ist auch gut. Der ist angekommen. Ist auch gut. Also ist beides gut, sage ich jetzt mal. War auch hier erster Wegpunkt. Dann haben wir hier natürlich wieder die 33. Da hätte ich gern auch den Kurs geladen. Und darf auch zu 33 fahren. Also der fährt dem Big M hinterher und der andere fährt dem anderen Big M hinterher. Aber das ist jetzt das letzte Feld, was wir hier oben pressen werden dürfen. Mal schauen. Also der hat hier hinten angefangen und fährt jetzt hier weiter. Das passt. Und ich werde hier... wo ist das Feld nochmal? Hier oben. Okay, das ist zwar angekommen, aber... Ja, doch, das ist jetzt erstmal wichtiger, dass der anfängt anzusehen. So, haben wir hier die Feldausfahrt? Nein. Die haben wir da hinten, glaube ich. Müsste hier hinten sein. Ah, jetzt habe ich das schon gemacht. Egal. Egal. Tun wir es einfach jetzt nochmal berechnen. Jetzt können wir auch sagen, hier, er soll die Spur halten. Zack, geht er nämlich hier rein. Das passt. So, der Lexion ist angekommen am Hof. Also jetzt kommt wieder alles knüppeldick zusammen. Aber es ist egal, ich habe mir das ja auch rausgesucht eigentlich. Oh. Ja, ich mache hier das lieber mal noch aus, weil das kostet auch einiges an Performante, also an Performance. Jawohl, das ist dann die 42 und das haben wir dann einmal säen, 15 Meter. Ja, da braucht er natürlich auch seine gewisse Zeit. Axion, warum der jetzt hier
so rumspinnt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber egal. Er muss ja nur hier so lang fahren eigentlich. Naja. Egal. Okay, jetzt hat er doch abgeladen. Ich habe vergessen, den hier umzustellen. Und habe einfach wieder geklickt, dass er hier ersten Wegpunkt starten soll. Und habe auch Start gedrückt. Aber gut, meine Freunde. Das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.